Hallo liebe Leute, bevor das Video anfängt, wollte ich mich mal noch entschuldigen, dass ich die ganze Zeit kein Video gebracht habe. Das letzte Video ist jetzt schon über einen Monat her. Ich hatte sehr viel zu tun in dieser Zeit. Okay, Spaß beiseite. Ich hatte wirklich sehr viel zu tun. Ich hatte jetzt vor kurzem erst ein Praktikum bei Blüthner. Ich bin jetzt nämlich offiziell aus der Schule raus und da habe ich dann halt auch das Praktikum direkt diese Woche gemacht. Und da hatte ich halt sehr, sehr lange zu arbeiten und dann hatte ich halt auch wirklich keine Lust mehr, dann irgendwie ein Video noch zu schneiden. Also gedreht habe ich es ja, aber ich habe es dann halt nicht geschnitten. Da hatte ich keine Zeit und Lust dazu. Aber naja, viel Spaß mit dem Video. Tschüss. Hallo Freunde der Valaisons-Szene. Ich möchte euch heute mal wieder ein neues Messer vorstellen. Dieses Messer befindet sich hier in dieser schlicht gehaltenen Verpackung. Dann machen wir es auch mal auf. Ich bin schon extrem aufgeregt. So, uns kommt entgegen eine Tasche. Dann noch zwei Torx-Schraubenzieher. Kann man sehen. Ja, also es sind halt zwei Torx-Schraubenzieher in der gleichen Größe, wie mir gerade auffällt. Also wahrscheinlich sind die Schrauben bei dem, was ich hier drin habe, alle gleich groß. Naja, ich würde sagen, schauen wir mal kurz in die Täschchen, in das Täschchen hier rein. Und hier drin befindet sich nichts Geringeres als... Ah, könnt ihr sehen, könnt ihr sehen, könnt ihr es erraten? Richtig, ein Morpho-Trainer. Schaut mal, haha, ich habe einen gefunden. Ich werde euch den Link natürlich in die Beschreibung packen. Ich finde das Teil jetzt schon richtig geil. Schaut euch das mal an. Hier, mit einem Springlatch. Original. Wie beim echten. Ich habe euch das mal auseinandergebaut, um zu zeigen, wie es das halt so innen aussieht. Ich blende euch das mal kurz ein. Ja, und der Trainer wiegt einfach mal nur 93 Gramm. Das ist ziemlich wenig für so einen Balisong. Das ist einfach so geil. So, machen wir es mal kurz auf. Klinge ist von Flytanium. So eine Trainerklinge. Wartet mal, ich hole mal mein Licht ran. Hier ist eine Flytanium-Klinge und da fliegt auch gleich eine Fliege rum. Fühlt sich direkt angesprochen. Dann hier mit dem Titan, wie beschrieben wurde, auch wieder blau anodisiert. Dann und natürlich halt auch G10-Handles, also so ein schwarz, eine schwarzen Färbung. Ja, hier sieht man es hoffentlich. Ja, das ist so richtig geil. Dann hier, die Kamera macht mich echt alle. Ja, dann sieht man halt, ich mache das mal wieder so. Ich werde das dann ein bisschen nachbearbeiten und heller stellen. Dann haben wir hier ein Latch. Also hier das Latch. Das rastet hier hinten auch ein. Also wenn da halt, das ist halt wie beim echten, wenn da jetzt hier eine scharfe Klinge wäre, könnte man das dann so hier zusammen machen. Einrasten lassen und dann könnte man hier so arbeiten. Die Handles drückt man ja automatisch dann immer so zusammen. Und dann springt das Latch halt nicht immer auf und löst sich da. Ja. Finde ich sehr schön, dass die da halt auch wirklich an alles gedacht haben, hier bei diesem Trainer vor allem. Dann haben wir hier noch einen Pocket Clip mit der Aufschrift. Ja, also hier steht Benchmade drauf, falls man es jetzt, jetzt kann man es lesen, nicht mehr. Jetzt kann man es... Was macht denn die Kamera? Also hier steht Benchmade drauf. Das ist jetzt nicht original. Das sieht man jetzt vielleicht an dem M. Also normalerweise ist die Schrift halt nicht so groß und... Der Schmetterling komplett dahinter. Aber ist jetzt nicht weiter tragisch. Ich meine, es ist ein Morpho-Trainer. Also, was will man erwarten? Der hat auch nur 70 Euro gekostet. Ja, also, werdet ihr ja dann auch sehen, wenn ihr euch das anschaut. So, man kann damit auch sehr entspannt flippen. Ich will nicht, ja, ich weiß, das sieht man jetzt nicht hinter der Kamera. Ich werde vielleicht irgendwann mal, wenn ich mir mal wieder eine neue GoPro geholt habe, dann halt ein paar Flipping-Videos mit dem Morpho machen. Ja, mal schauen. So, kommen wir mal kurz zu den Maßen. Und zwar haben wir eine Klingenlänge von 9,5 cm. Wir haben eine
Im geschlossenen Zustand ist die Länge 13,7 cm. Im offenen Zustand sind es 23,2 cm Länge. Und das Material aus den von den Handles ist halt Gitzin und darunter Titaneinlagen. Wie schon gesagt, lornetisiert. Und die Klinge selber besteht jetzt aus 44er C-Stahl, also üblich für solche Messer halt. Hätte jetzt eher D2 oder so erwartet, weil es ist ja jetzt hier nun, naja, okay, dafür, dass es halt ein Benchmade sein soll, ist es dann doch schon ein bisschen günstig, könnte man sagen. Ich meine, 70 Euro Original-Benchmades kriegt man ja erst so ab 150 Euro irgendwo. Auf der Seite von Benchmade zum Beispiel jetzt. Ah, jetzt zur Zelt draußen. Dann, was ich eigentlich auch noch schön finde, hier die Klinge ist erstens ziemlich schmal, das heißt, man hat dann halt nicht so einen Klopper in der Hand, wie zum Beispiel bei einem Andux-Trainer, den ich jetzt erstmal raussuchen müsste, mache ich jetzt aber nicht. Und der Klingenrücken hier ist abgerundet. Auf beiden Seiten. Hier, vielleicht sieht man es. Das ist auch ein sehr schönes Detail, dass man auch sowas, an sowas gedacht hat. Das ist, finde ich persönlich sehr schön. Ja. Was könnte man jetzt sonst noch zu dem Messer weiter sagen? Also ja, mir fällt jetzt momentan nichts weiter ein. Ich könnte ja vielleicht noch ein paar Bilder und Videoaufnahmen machen, reinschneiden, die ich dort so draußen gemacht habe. Ja, aber ansonsten war es das mit dem Video jetzt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und dann ciao.